Recht herzlich willkommen zur 50. Folge von Simotrans Kooperation. Ja, ich weiß gar nicht, wo der Zug hier lang fährt, wo wir hier sind. Ach, das könnte hier Hannover sein. Nein, das ist Hagen, okay. Da war ich mir jetzt nicht ganz schlüssig drüber, was es ist, wo wir sind. Ah, das ist die neue Strecke von Düsseldorf aus, oder? Kann das sein? Gucken wir mal gerade, das interessiert mich jetzt. Ja, gut. Gut, aber wir müssen nach Dortmund, hat der Michael gesagt, wegen unserem kleinen stauigen Problem hier. Und er sagt, da müssten wir nur ein Signal woanders hinsetzen. Wenn wir bei 386,57 das Außersignal entfernen. Was ist das? 300? Nee, 386,795. 786,795. Also dieses. Dann machen wir das mal weg. Und wo muss das hin? Und bei 390,795. 390,795. Ein Richtungssignal. Ist das jetzt, das ist doch eins, ne? Oder? Sehe ich das falsch? 390,795. Müsste der Kreisel entschärft sein, sagt der Michael. Ja, müssen wir mal gucken, ob dem so ist. Der wartet am Sicherungssignal. Ist klar, da kommt auch schon einer. Ja, vielleicht haben wir es gerade die Chance, das zu sehen, oder? Ich mache mal gerade schneller. Okay, die sind sich nicht mehr begegnet. Der fährt da so interessanterweise durch. Ja, momentan klappt's, ne? Keine Ahnung, woran wir sehen werden. Der fährt jetzt. Achso, es wird gerade gespeichert. 1. Juni. Ja, sah bis jetzt super aus, oder? Der fährt durch. Okay, bis jetzt macht es einen schlanken Fuß, oder? Alles gut. Okay. Nee, Pause brauchen wir gar nicht, nur langsam. Dann machen wir mal lieber die Lupe dran, sonst haben wir gleich was abgerissen. So, dann springen wir nach Magdeburg, hat der Michael geschrieben. Dann gehen wir doch mal hin, ich glaube, diese Richtung. Müssen wir irgendwo bei Osnabrück vorbeigucken. Ich glaube, jetzt mehr diese Richtung. Dann müssten wir Hannover schneiden hier irgendwo. Das müsste der Mittellandkanal da oben sein. Da ist Hannover. Hier ist die Strecke nach Magdeburg. Wolfsburg müsste das sein. Ne, Braunschweig. Wo ist denn? Ups, da war eine Taste falsch. Da geht's hoch. Ist das Magdeburg? Ne, das ist Wolfsburg. Dann ist Magdeburg hier unten irgendwo. Wo ist Magdeburg? Da ist Magdeburg. So. Weiterbauen. Als erstes eine kleine Landerhebung bei 797,654. Ist das hier? 797? Nö. Da unten. So, und dann eine Brücke rüber, meint er. Eine 100 km/h Brücke. Okay, das ist diese schon. Das ist eine Stahlbrücke. Gut, dann wollen wir das mal machen. Ach so, das ist eine Ebene tiefer. Okay. Jetzt ist die Frage, hier unten oder da oben? ausziehen. Was bauen wir mittlerweile? 55 oder schon 100 km/h? Gute Frage, ne? Ich glaube, bisher hatten wir noch 55 km/h. Bleiben wir noch bei. Das wird jetzt wahrscheinlich hier 697.
697, nicht 600, 997 da und dann aussehen. Jetzt können wir eine Brücke rüberschlagen, genau die 100 km/h Brücke. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit 50 weitermachen oder mit 100 weitermachen. Eigentlich haben wir immer 55 km/h Strecken gebaut. Die Brücke soll eine 100er sein. Müssen wir schauen. Der Michael wird mir das nächste Mal im Notfall schreiben, aber bis jetzt haben wir 55er, glaube ich, genommen. Vielleicht möchte er jetzt 100er nehmen. Wäre ja vielleicht sinnig, weil jetzt die Züge vielleicht bald schneller werden, ne? Von 10, wo ist das? 10, 14, 654. Ist über 10, 80, 654. Auf das andere Gleis treffen. Die Strecke bis Potsdam wird zweigleisig ausgebaut. Muss ich erst gucken, wo Potsdam ist. Wo ist Potsdam? Da ist Potsdam, gut, okay. Da ist die Strecke. So, und wie soll es gehen? Zuerst bleiben wir südlich der bestehenden Strecke, bis wir nach einem kleinen Abhang etwa bei 11, 69, 650. Bei 11, 69, 650, das war doch hier der Abhang. Oder hier? Da wechseln wir die Seite, schreibt der Michael. Gut. Steuerungstaste drücken. So, das würde bedeuten, hier geht's rein. Da geht's rüber, da wechseln wir die Seite, richtig? Ich will hoffen, dass es so richtig ist. Ein bisschen rauszoomen, dann kriegen wir auch mehr auf dem Bildschirm, ne? Aber ist trotzdem ziemlich lang die Strecke. Ich mach's mal so. Das Richtige ist, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das sieht besser aus, hä? Signale dahin. So. Und so. Ich weiß nur nicht, ob es lang genug ist, aber wenn da so ein kleiner lang fährt, dann ist es wohl lang genug. So passt's eigentlich. Jetzt müssen wir hier nochmal weiter gucken, wie weit das hier ist. Da gehen wir auf die nördliche Richtung, schreibt der Michael. Dann würde ich mal sagen, bis da so, oder? Bleiben westlich, stand da glaube ich auch. Irgendwo muss eine Bergkuppe weg. Okay. Ich denke mal, dann da muss die Bergkuppe weg. Das wohl. 1207, 615 ist das die Bergkuppe. Ja. Da ist es weg. Dann denke ich mal da weiter hoch. Und 6er Bahnhof. Das würde bedeuten, hier muss der Knick noch anders, wenn wir zwei oben, zwei unten machen wollen. Da steht nur 6er Bahnhof.
Ich mach's mal so und baue den Bahnhof nach Süden weiter. Jetzt haben wir 5, 1, 2, 3, 4, 5, ja. Passt so, oder? Hier vorne noch eine Weiche davor. Auswahlsignal, nee, machen wir erst später. Machen wir erst das, beziehungsweise Steuerung das. Und dann die 15er Signale, oder? So, das wäre... Ich glaube, das passt jetzt. Nee, da nicht. Da wollen wir... Das machen wir wieder weg. Da. Da. Und da setzen wir gleich ein Auswahlsignal hin. Macht Sinn, ne? So. Das lassen wir mal so. Jetzt hat er mir aber gar keine Signal... Ah, ich sehe schon, warum. Da unten hat es nicht geklappt mit der Verbindung. Schade drum. Da. Und dann von dort nach dort. So, das sieht gut aus. Bin mir sicher, ob das Signal jetzt noch passt oder nicht. Passte wohl noch, sonst wäre das jetzt nicht gegangen. Aber... Er hat mir schön Signale hingestellt. Aber irgendwie nur auf der einen Seite. Wo sind denn die bitte schön auf der anderen Seite? Komisch. Da wollen wir sowieso dieses hier noch entfernen. Und auf ein neues. So, jetzt machen wir das mal so. So und so. Hat irgendwie nicht so richtig geklappt, oder? Irgendwo muss da noch ein Haken sein. Ich sehe ihn aber nicht. Ist irgendwo das Gleis nicht geschlossen? Sieht doch alles gut aus, oder? Was ist falsch? So. Jetzt nochmal. Das kann nicht gebaut werden, steht da. Das ist schon mal richtig. So. Und so, jetzt hat's richtig geklappt. Mann, war das jetzt schwer. Da kommt das hin. Passt. Jetzt nochmal schnell dahin. Das ist zweigleisig ausgebaut, das hat geklappt. Gut. Hier hatten wir schon gebastelt. Hat er irgendwas anderes noch gebaut. Hier wollte ich noch so eins hin haben. Das passt, das passt. Jetzt hat er mir hier eine Einbahnstraße rausgemacht. Das wollte ich allerdings nicht. Keine Ahnung, wo er den Weg gefunden hat. Das ist nicht gut. Wie kriegen wir die jetzt wieder weg? Alle händisch wahrscheinlich, ne? Da. Die Signale sind richtig. Die sind falsch. 14. 15. Ah, hier auf der Brücke steht noch eins. Ja. So, ich glaube, das klappt jetzt wieder. Das sieht gut aus, naja. Okay, jetzt da lang gucken. Da ist nichts passiert. So.
Zurück zur Brücke, wir stellen bei 995, 600. Ja, wo war das jetzt? 995. 995, 654. Da soll noch ein Sicherungssignal hin. So. Und das habe ich schon, das 1079er, ne? Und das was ist doch hier wahrscheinlich dann, ne? 1079, 654, genau. Das haben wir. 1079. Sieht ein bisschen anders aus wahrscheinlich wie bei Michael, aber das können wir so lassen, denke ich. Dann noch eine Linie erstellen. Dahin, neue Linie. Fahren wir nach Potsdam. Können wir ein bisschen rauszoomen, geht das alles einfacher. So, Potsdam, da. Nach Magdeburg. Wo ist Magdeburg? Da ist Magdeburg, das ist ein 6er Bahnhof. Das ist auch eine Postzelle, die müssen wir noch bei Potsdam machen. Und nach Wolfsburg. Da ist schon Braunschweig, Wolfsburg ist dann hier oben. Haben wir. Und dann zurück nach Magdeburg. Gut, da ist der zweite Stopp. Und da kommt ein Standardzug aus dem Dortmunder, steht hier, aber wir wollten ja noch in Potsdam eins bauen und da müssen wir auch noch den Postkasten machen. Fahren wir da schnell hin. Die Linie ist dann fertig. Kriegt noch einen anderen Namen. Potsdam, Magdeburg und Wolfsburg. Achso, da fehlen mir noch so ein paar kleine Striche zwischen. Oder ein kleiner Strich. Passt. Kann eigentlich zu, oder? Ja. Auf nach Potsdam. Und hier muss ein Lokschuppen noch hin. Den mache ich mal hier hin. Und das Depot ist da. So, dann haben wir schon das Auswahlwerkzeug für das Depot. Standardlok drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 1. Linie auswählen. Das wollte ich gar nicht. Ich hoffe, der macht das noch so und ich habe nichts falsch gemacht. Passt wohl. Dann auswählen. Fahrplan Potsdam. Passt. Lassen wir gerade hier unten offen, so. Gut, das passt soweit. Und dann hat der Michael geschrieben, müssen wir noch eine Linie abändern. Nochmal die Linie auf und da klauen wir der Linie Hannover, diese hier, Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg, Magdeburg, klauen wir den letzten Halt. Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg, Magdeburg weg. Damit kann auch Wolfsburg gelöscht werden, der zweite hier. Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Wolfsburg, Braunschweig, Hildesheim und dann wieder nach Hannover. So passt's. Das ist gut. Sollte dann klappen. Fertig, glaube. Ist er denn jetzt? Ach, der kann hier nicht. Das ist aber doof. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht, ne? Da müssen wir noch eine Querverbindung machen. Jetzt fährt er doch erst die ganze Strecke darunter. Ja, der fährt trotzdem nicht. Vielleicht schaffe ich es hier noch. Dreht er da dann um? Ich weiß es nicht. Gucken wir gerade schnell. Nee, hat er sich schon erledigt. So, Pause. Das dort weg, das dorthin, so, und
Zug auswählen. Ach, der ist ja offen. Den schicken wir mal gerade ins Depot. Und weiterlaufen lassen. Fahrplan rausholen. Achso, dann fährt er nicht. Fahrt einmal schneller. Da dreht er um. Dann das Depot wieder rausnehmen. Kann weiterfahren, ne? Und wir nehmen das Gleis da wieder weg. So. So ein klein bisschen den Fehler ausgemerzt, aber naja. Dumm gelaufen, ne? So. Dann stehen da wahrscheinlich auch mehr am Bahnhof jetzt, ne? Gut. So, da sind 21 Passagiere schon. Das ist doch schon mal gut, oder? Okay, Pause raus. Und die fährt. Postkasten fehlt uns noch, den wollten wir noch basteln. Wo ist denn der kleine Briefumschlag jetzt? Da. Dahin. Tja, und hier könnte man ja schon wieder ausbauen, ne? Komm, mache ich gerade. Passt noch eine Folge. Obwohl das besser wäre, dass es irgendwie hier so wäre, ne? Ich glaube, wir machen das so, oder? Ach. So erstmal können wir uns immer noch irgendwann umentscheiden, oder? Tja, da kommt der Dingens hin, das Depot. Und dann ist ja automatisch die Lupe ausgewählt. Kutsche drauf. Das war der Passagier. Und Fahrplan von da nach da. Neue Linie. Stadtbus Potsdam. Fertig. Starten. Sollen wir den Kutscher da auch noch drauf machen? Den Posten. Kommen die Kosten auch nicht die Welt. Na komm schon. So. Und den starten wir auch. Gut ist es. Ja, der ist am Laufen. Machen wir gerade schneller. Verfolgen den. Gucken, was da wird. Rathaus in Göttingen ist auch schon wieder überfüllt. Gut. Ja, ich werde jetzt nicht irgendwas hier noch zeigen, sondern ganz einfach werde ich so machen, dass ihr den Spielstand an der Folge dran erhängen. Ihr könnt es dann in den Kommentaren finden. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.